Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einer Runde Star Stable Horses, denn dort gibt es etwas Neues. Und zwar das hier, denn das Finn-Pferd hat ein neues Pferd reinbekommen in Star Stable Horses und wir gucken uns direkt mal an. Zusätzlich auch, ob wir hier eigentlich schon was von den neuen Namen nehmen können. Und ich guck mal gerade. Nee, tatsächlich sind hier keine von den neuen Namen drin. Das ist natürlich super blöd. Das heißt, man müsste im Endeffekt, wenn man das Pferd übertragen wollen würde, zusätzlich 135 zahlen, um das dann zu benennen, weil hier nämlich nichts drin ist von den neuen Namen. Ja, es ist leider hier wirklich gar nichts drin. Man müsste mal gucken, ob man die App irgendwie umstellen kann auf englische Namen. Party Play. Nennen wir es mal lange Party Play. Wir können das ja immer noch mal am Ende umbenennen. Das ist ja der Vorteil davon. Und dann können wir das Ganze mal gucken, wie das Ganze dann final ausschaut. Also ich werde es auf jeden Fall mal großziehen und gucken, ob ich das dann übertragen werde. Aber das Blöde ist halt wirklich, dass das Pferd vom Namen her dann nochmal benannt werden müsste. Also ich glaube tatsächlich, man müsste vielleicht die App umbenennen vom Namen her. Von der Einstellung her. Dieser riesige Ball. So, Unterbodenwäsche. Ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, ich so, hä? Ich habe mir doch gerade erst das Milchmaul geholt. Das hier ist doch genau das Pferd. Aber ich habe tatsächlich das von wechselt miteinander. Aber ihr müsst zugeben, ey, das sieht doch dem Milchmaul, das ich geholt habe, also dem Pony, super, super ähnlich von der Art her. Ich finde es halt nur krass, dass jetzt das Pferd in die App gekommen ist. Erstmal irgendwie hieß es vor kurzem ja noch von Star Stable, dass es Probleme mit der App gibt, was Neues reinzubringen. Und jetzt, komischerweise, gibt es halt die Pferde jetzt hier rein. Also ihr könnt mit mir mal reinschauen, ob ihr das auch irgendwie... ich fand es halt komisch, dass es jetzt urplötzlich geht. Und was ihr dazu meint, ob man sich jetzt so eins davon holen sollte. Also ich denke mal, gerade weil jetzt auch die Araber ja kurz davor sind reinzukommen. Die Araber kommen ja jetzt auch schon in weniger als einer Woche. Deswegen denke ich mal, dass ich dann nicht das hier noch zusätzlich reinnehmen werde. So. Oh, was haben wir denn hier? Das hier ist aber auch neu, dass das hier unten steht. Es ist definitiv ein echt süßes Pferd, aber ich finde einfach, das Problem ist, für mich, gerade weil ich das Milchmaul schon habe, finde ich es zu ähnlich, glaube ich einfach. So, dass ich denke ich mal, gerade auch, weil ich es nochmal neu benennen müsste, finde ich das einfach zu viel dann auch. Hä? Oh nein, nein, verdammt. Ich habe den Start verpennt.
Also das ist, glaube ich, das ist meine Entscheidung davon, dass ich sage, es ist ein wirklich süßes Foli hier. Und wenn man noch nicht schon ein Milchmaul hat, oder ein Mehlmaul, wie es dann halt eben heißt, ist es definitiv ein süßes Pferd. Aber bei mir ist, glaube ich, das dann doch einfach zu ähnlich. Von daher wird das bei mir sehr wahrscheinlich nicht einziehen, aber ich überlege es mir noch. Also ich ziehe es jetzt erstmal groß und dann gucke ich mir mal an, was wir dann da für ein Pferd haben. So, hier kriegst du noch deine Äpfel. Und dann haben wir das doch gleich schon für heute versorgt, unser Foli hier. Aber ich bin auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr? Holt ihr euch das ganze Pferd jetzt nochmal dann in die App? Zieht ihr euch eins groß? Wartet ihr auf die Araber? Da bin ich jetzt wirklich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und ich mache jetzt noch hier mein Fohlen fertig, und dann müssen wir nämlich jetzt auch schon gleich vom Level her oben sein. So, der letzte Dreck hier. So. Und dann sind wir fertig. Yeah. Dann sagt unser Party Play, macht's gut. Und dann bin ich gespannt, was ihr zu sagen habt. Einen wunderschönen Tag euch noch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Yeah, we keep on dancing to the